Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Division. Er winkt mir schon wieder zu, dieser Junge. Mit der nächsten Nebenmission, wir müssen jetzt 5 Überwachungskameras suchen. Ja. Zumindest sie aktivieren, oder? Ja, aktivieren. Gut. Ich habe jetzt ein neues Sturmgewehr und eine Sniper, könnte man sagen. Tut mir leid. Arschloch. Dreh dich um und sag's noch mal. Arschloch. Ich scheine unsterblich zu sein. Ja. Ich weiß ja nicht. Aber kippen dann auch schwer durch einen Schlag von einem Schlägertyp hier um, weißt du? Lol, wie sie sich gegenseitig schlagen. Ich schnapp sie. Verpissen. Scheiße, er ist tot. Das war's. Wie er einfach weiterläuft. Selbstverständlich. Ah, das ist das, ne? Da ist man, musste man doch ganz komisch außenrum rennen, ne? Ja. Kann man nicht einfach runterspringen? Nee, ich hab's ausprobiert. Doch, kann man. Echt? Ja. Picken. Dann machst du das an. Ich habe das Spiel gebuggt. Einfach durch das Spiel geglitscht. Ich glaube nicht, dass das Ziel des Spiels war. Dass ich mich durchglitsche? Ich glaube auch nicht. Und wo müssen wir jetzt hin? Hinten. Jetzt muss ich aber trotzdem außen rum rennen. Ihr Einsatzziel wurde aktivieren Sie das Energierelais. Hä? Was? Bestätigung. Lokalstromnetz online. Lol. Was denn? Der spinnt hier voll rum mit der Mission. Ware lokalisiert. Lade Koordinaten hoch. Da hinten. Ja. Warum bist du jetzt da hochgeklettert? Verstehe ich gar nicht. Ich komme. Es wird mehr als genug, um dich zu schnappen. Vorbei! Ha. Hast du schon gekillt? Einsatzzieldaten. Aktivieren Sie das sekundäre Energierelais. Ach so. Warte, wie war das nochmal? Das war auch ganz komisch, ne? Ah, hab's, oder? Ja. Ich hab's, glaube ich, nicht. Warum sind... Geht mir's auf den Sack. Warum sind wir keine Assassine? Weiß nicht. Weil es dann zu einfach wäre. Ich hab's. Bleib einfach da.
Er wollte nicht da bleiben. Nein. Bestätigung. Wie bist du nicht da gestorben? Ich war doch vor dir. Ich wollte die Kiste haben. Da war Waffenloot. Also ich habe eine Weste bekommen. Ja, ich auch. So, letzte Kamera. Gute Arbeit und wir wissen das zu schätzen. Ich wollte noch sagen, dass unsere Kostümabteilung ein paar gute Ideen für Spezialagenten-Outfits hat. Falls Sie deinen Kontakt brauchen, fragen Sie mich einfach. Ein Kostüm-Outfit, wow. Ich nehme das jetzt mal, weil ich da... Wieso kann ich zum Safehouse keine Blitzreise machen? Was ist das denn für eine Wichse? Alter. Zu welchen? Das, was ich markiert habe. Weil wir es noch nicht entdeckt haben? Doch, haben wir doch schon. Nein. Jetzt kann ich eine Blitzreise... Zu welchem denn? Zu Cameron Station. Ich kann da hin. Jetzt? Ja, jetzt ich auch, aber gerade eben ging es bei mir nicht. Vielleicht hätten wir da runter gemusst. Was für ein Schwachsinn. Sie betreten einen sicheren Bereich. Mal gucken, was bekommt man da als Blaupause? Ach so, stimmt ja, die muss man ja bei denen abgeben, ne? M60A4, ein LMG, Alter. Ausgezeichnete Arbeit. Ernsthaft. Das erinnert mich an meine eigene Arbeit. Ich habe eine M60E Militär. Also kann ich den Stolz auf ihre Leistung total nachvollziehen. Das haben sie wirklich großartig gemacht. Alle Waffen, die ich mir kaufen kann, sind schlechter. Bis auf die... Weil ich will nicht so viel Geld ausgeben. Wir finden eh bald was Besseres, von daher. So denke ich mir das immer. So, wir wollten jetzt zu der Mission, wo jetzt Stufe 10 war, ne? Wir können auch die mit Stufe 12 machen, mein Gott. Egal. Wir haben das Hauptquartier der Cleaners gefunden. Aber da haben wir noch keinen. Ach, ich laufe da jetzt ganz hin, ist mir egal. Meinst du da unten? Ja. Warnung, Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. Aber hier war noch ein Safehouse vorhin. Wir haben gerade eine neue Ladung Styropor gebracht. So. Erst zum Safehouse. Und dann... Weiter zur Hauptmission. Hier ist ein Stoffladen. Was ist da? Ein Stoffladen, aber... Ich ignoriere es. Ich auch. Ich brauche Fahrräder. Abgeschlossen. Einsatz abgeschlossen. Oder ein Pferd. Ja, ein Pferd wäre nicht schlecht, ne? Ja. So wie bei The Walking Dead. So ein Pferd wäre schon richtig geil, ey. Ja. Was? Nein. Sissinghauber? Habe ich nicht verstanden. Ich auch nicht. Nicht meine Sprache. Meine auch nicht. I speak good English. Wow. Oder wie meine Mathelehrerin immer sagte. I am very clever.
Du bist clever. Selbstverständlich. Wie überall steht abgeschlossen. Meine Mathelehrerin kennst du sogar. Ja. Die Mutti. Welche Mutti? Die mit dem lauten Organ. Die mit dem lauten Organ? Frau Nein. Kriegler, Mann. Ach so, Frau Kriegler. Es gibt ja nur eine Lehrerin, die so laut ist. Das ist nicht witzig. Ich habe alle als laut erfunden. Weißt du doch. Naja. Dein Lehrer waren voll angenehm. Was? Ja. Hast du gekifft? Außer Frau Mohr hieß sie? Was die mit war Frau? Cool. Die war cool drauf, Mann. Lol. Alter, wir rennen jetzt hier. Was denn? Zieh dir rein, ich habe einen Bug gefunden im Spiel. Was denn? Also Anzeigefehler. Du siehst, ich habe Waffe 1 in der Hand. Ja. Und jetzt guck, wie ich Waffe 1 in 2 wechseln will. Waffe 2 ist eigentlich auf dem Rucksack. Aber guck mal, wenn er die Knarre nimmt, nimmt er die aus dem Holz da raus. Und wieder rein. Lol. Ist doch alles richtig, oder nicht? Nein, aber ich meine, die Übersetzung. Ich pack mir doch nicht einfach so hinter den Arm und hab dann die Waffe 1 wieder in der Hand. Wenn ich die Knarre ziehe, zeigt er das ja richtig, aber naja. Warte, muss selber mal gucken. Ist doch richtig. Ich glaube, du weißt nicht, was ich meine. Nein, nicht wirklich. Du weißt, verstehst nicht, was ich meine. Deine Logik verstehe ich nicht. Das hat nichts mit Logik zu tun. Irgendwie schon. Es ist nebelig. Ich weiß. Und es schneit. Komm, wir bauen einen Schneemann. Sehe ich Schnee gerade zum ersten Mal? Hatten wir schon mal Schnee? Ja. Dann habe ich nicht drauf geachtet. Auf was achtest du? Auf vieles. Ja. Naja. Zum allerersten Safehouse kommt man nicht mehr, oder? Wie zum allerersten Safehouse? Im Tutorial. Nein. Schon gut. Warum fragst du? Na so. Boah, Alter. Endlich da. Die besten Preise in New York. Bei mir kriegen Sie, was Sie wollen. Irgendwann vielleicht. Agent, ich hoffe, wir werden gut zusammenarbeiten. Ich schicke Ihnen alle Informationen, die ich über dieses Gebiet erhalte. Aber ein Rat, seien Sie in diesem Bezirk besonders vorsichtig. Zum einen ist es schmutzig, ach, und zum anderen weiß, ist es die was Hölle was für Allergiker. Ist. Alter, ich fand die Kacken schwer, die Mission. Wir haben das Hauptquartier der Cleaners gefunden. Die benutzen eine Baustelle als Operationsbasis und Nachschublager. Lässt sich nur schwer verstecken, wenn man genug Napalm kocht, um ganz Canarsie zu grillen. Was Captain Benitez sagen will, ist, dass sich dort auch ihre Hauptproduktionsanlage für Napalm B befindet. Alleine. Ohne die Anlage wären die Cleaners ein sehr viel kleineres Problem. Natürlich können sie einfach da reingehen und den Stecker ziehen. Ja. Dieser Joe Farrow ist anscheinend ihr Anführer und er hat die Hälfte seiner Leute zur Verteidigung zusammengezogen. Heilung. Die müssen sie ausschalten, sonst wird das nichts. Okay. Und trotzdem bist du krepiert? Ja. Eigentlich nur gegen Ende hin bin ich kapiert. Ach, das ist das Beste daran. Wenn die explodieren? Ja. Ich habe mich gefragt, warum du gerade nicht deine Sniper genommen hast. In der Nähe befindet sich ein abspielbares Echo. Ein Echo, wo denn? Lade. Da, Echo.
Das ist ein Evakuierungsbefehl, Sir. Sie bleiben auf eigenes Risiko. Wir reißen uns den Arsch auf und ihr haut einfach ab? Okay. Sir, Sie müssen gehen. Nehmen Sie die... Du gehst einfach in die Mission ohne auf mich... Nein, ich hab nur umgestellt. Oh, schwer. Okay. Agent, die Cleaners legen immer neue Brände und uns fehlen die Mittel, sie zu löschen. Wenn wir ihre Napalmproduktion nicht stilllegen, sind wir nur eine steife Brise von einem Großbrand entfernt. Das hätte ich gerne fotografiert oder gescreenshot. Mitten in ihrem HQ, also da, wo sie gerade hinwollen. Finden Sie sie und zerstören Sie sie endgültig und dauerhaft. Sie müssen auch Ihren Anführer Joe Farrow ausschalten. Wenn er entkommt, fängt er wieder von vorne an. Da müsste alles voller Napalm und Benzintank sein. Wenn Sie einen Tank finden, machen Sie ihn unbrauchbar, egal wie. Wir wollen nicht, dass die Cleaners das Zeug holen, wenn sie fertig sind. Wir haben alle gesehen, was Sie damit anrichten können. Besser. Turner, Burnett, nehmen Sie Ihre Leute und überwachen Sie die Umgebung. Ich habe so ein komisches Gefühl. Geil. Feuer. Ich sehe hier keinen. Die stehen so scheiße. Warum kriegt er keinen Fallschaden, Alter? Ah, das haben die auch mal gefragt. Weißt du, wir kriegen übelst Fallschaden und die? Die rushen hier durch. Wieso? Was hast du denn gemacht? Ich hab mir mein altes Sniper-Skill genommen. Ich fand den anderen nicht so geil. So, du stehst oben. Okay.
Granate fliegt! Okay. Lass sie nicht verbrennen! Erledigt die Leute! Kann man von da oben besser schießen? Oben nach unten kämpft es sich immer besser. Das ist mehr Überblick. Da hinten kommt noch jemand. Lass mich locker. Ein Techniker. Der gleich ein Geschütz aufstellt, pass auf. Die nerven mich am meisten, weil die einfach immer weglaufen. Okay. Ich lebe noch. Wo denn? Ach, da unten. Deswegen warte ich hier auch hier. Ach so. Warte. Ich muss warten, dass kurz mein HUD weg ist. Schieß auf, wie es geht. Ich werde jetzt komplett screenshotten, dass ich die Flammen irgendwie cool habe. Ich dachte, da kommt jetzt mehr. So eine fette Explosion, Alter. Quatsch. Aufgepasst, Leute, wir haben Gesellschaft. Lasst alles stehen und liegen und legt die Schweine um. Ja, ich weiß, dass das Foto gespeichert wurde. Warum zeigst du es mir denn jetzt noch an? Lol. Es geht das Symbol da oben rechts nicht mehr weg. Ich wollte gerade sagen. Habt ihr gehört? Ihr dürft sie nicht zum Tank lassen. Pass auf, da oben sitzen Sniper, nicht so auf der Deckung stehen immer. Am besten immer. Ich weiß. Shit. Ach so, stimmt ja, das Ding kann mich auch wiederbeleben, oder? So ein Penner mit seinem Scheißfeuer. Bist du auch tot? Nee, ah, scheiße, falsche Taste, Mann. Hinter dir.
Ich sterbe. Was? Desinfektor. Cleaner Stufe 10. Ich beobachte dich jetzt. Alter. Ich möchte die Mission aber auch nicht auf normal spielen. Er ist konzentriert. So, von wo fange ich wieder an? So. Oh, geil. Das nenne ich aber nett. Komm mir hinter, hier ist mein... Ich glaube, das Teil, das hat uns jetzt zweimal den Arsch gerettet. Oh, ich kann hier nicht in Deckung. Aber hier. So. Alter. Weggesnipert. Getroffen und braucht Unterstützung. Lauf weg. Alter. Kannst du dir vorstellen, warum ich die Mission nicht geschafft habe? Alter! Wer hat mich denn jetzt getroffen? Wahrscheinlich der Sniper. Wie denn? Ein Handgelenk oder was? Ja. Penner. Ja. Ja, aber wo du dein C sehen und du kriegst und du bist schon fast da. Ah, meine Tic-Tacs fallen runter. Oh Mann, jetzt müssen wir alles normal machen. Oh Mann. Dies und viel mehr sehen wir in der nächsten Folge. Reingehauen!